Hi, heute gibt es ein neues Video von mir und zwar war ich im DM einkaufen. Ich habe High-End gekauft, also bei Douglas bestellt. Ich zeige euch meine Haarpflege, die ich gekauft habe und ein paar Klamotten. Und ich würde sagen, los geht's. So, ich würde sagen, wir fangen einfach mit der Haarpflege an. Und zwar habe ich mir, ich glaube, vor 2 Wochen oder so die Best-of-Serie von Matrix bestellt. Das ist das. Das ist eigentlich ein Silbershampoo. Also ich glaube, so könnte man es vergleichen. Okay. Auf dem Conditioner sieht man es jetzt nicht, aber ich glaube, man kann es in dem Shampoo ganz gut erkennen. Ich hoffe auch von der Distanz her. Das ist ein Shampoo, wo richtig draufsteht, dass es Kupfertöne neutralisiert und das ist einfach perfekt für mich. Ich muss sagen, dass ich das Shampoo und den Conditioner okay finde. Es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass ich aus der Dusche komme und denke so, wow. Allerdings muss ich sagen, habe ich festgestellt, wenn ich mir die Haare wasche. Also meine Haare sind jetzt fettig, also ich würde jetzt morgen waschen. So, dann wasche ich sie mir ja und ich mache sie ja erstmal nass. Und wenn ich sie nass mache, sind sie extrem weich. Und da sind noch keine Produkte drin. Es ist einfach der Wahnsinn. So weiche Haare hatte ich noch nie und dass ich Produkte benutzt habe. Andererseits ist es so, wenn ich die beiden Produkte benutze, ist es wie gesagt okay. Also es ist jetzt nicht so, dass ich denke, wow. Aber ich habe noch was anderes bestellt und zwar habe ich einmal aus der gleichen Serie, ich mag das immer, wenn das alles wirklich gleich ist, ich habe das auch alles selbst bezahlt, also es ist jetzt hier nichts von Matrix gesponsert, einmal eine Maske bestellt und einmal eine Leave-In-Creme. Die Maske trägt man eigentlich ganz normal auf, also ich benutze erst das Shampoo, steht auch hinten so drauf und dann die Maske. Und die Maske lässt man so im Schnitt 5 bis 10 Minuten einwirken, also so wie man halt den Rotstich neutralisiert haben möchte. Also wenn es ein bisschen stärker ist, dann ruhig gerne 10 Minuten drauf lassen. Also ich gehe duschen, mache mir einen Turban, gehe raus, mache den anderen Scheiß und nach 10 Minuten wasche ich es dann aus oder ich sitze halt in der Badewanne. Und ich muss sagen, diese Maske, oh mein Gott, diese Maske macht meine Haare so extrem hell. Also natürlich werden sie nicht blond oder so, aber ich finde, wenn man sich mein Video zu meinem Urlaub anguckt, wie dunkel meine Haare waren, ist es ein extremer Unterschied zu jetzt. Natürlich, by the way, stehe ich hier vor einem künstlichen Licht, 2 Softboxen und nicht im Tageslicht. Da ist es nochmal was anderes. Zu guter Letzt habe ich mir noch die Brush of Leave-In Creme gekauft. Das ist also quasi für danach. Wenn ich meine Haare gepflegt habe, benutze ich einfach das als Nonplusultra, es ist so eine Art Hitzeschutz. Es macht die Haare ein bisschen geschmeidiger, dass man einfach besser durchkommt. Blondierte Haare sind einfach strapaziert, das darf man nicht vergessen. Und dann habe ich mir noch was bestellt. Und zwar ein Serum von Matrix Biolage. Also eigentlich alles Matrix, aber wie gesagt, ich mag das ganz gerne. Und dieses Serum gibt man sich entweder ins handtuchtrockene Haar oder ins trockene Haar, um die Haare eigentlich ein bisschen besser zu kontrollieren. Manche Haare, das sagte ich ja gerade, diese Frizzy Hair, die stehen einfach gerne mal da oben ab. Oder um dass sie einfach ein bisschen schöner aussehen, als sie eh schon aussehen, benutze ich einfach das, gebe mir das so ein bisschen in die Handflächen, reibe das so ein bisschen ein, dass es erwärmt wird mit meiner Körperwärme und dann gebe ich mir das einfach unten in die Längen, in die Spitzen, oben an den Ansatz eigentlich nie, weil ich nicht das Haar unnötig strapazieren möchte, also nicht gerade am Ansatz. Vielleicht drehe ich nochmal eine separate Haarpflegeroutine ab, aber ich glaube, das war jetzt schon ganz gut zum Erklären. So, dann würde ich sagen, machen wir jetzt weiter mit den High-End-Sachen. Ich habe so ein bisschen was bei Douglas bestellt. Und zwar Nummer 1 ist das. Das ist ein Becker Highlighter. Das ist die Farbnuance Opal. Das ist eigentlich die Farbe, die ich haben wollte, als das letzte Mal bei Sephora in Polen war. Leider habe ich ja zu viel geschnattert mit der Verkäuferin, sodass ich einen falschen gegriffen habe oder sie mir einen falschen gegeben hat. Ich weiß es nicht genau. Ich habe ja den Moonstone zu Hause, den ich auch sehr, sehr schön finde. Wirklich. Kann man nicht anders sagen. Allerdings wollte ich, wie gesagt, den haben und habe mir diesen bestellt und der kam so klein an und ich dachte so, nicht euer Ernst, wirklich nicht. Ich dachte echt, dass es kleinere Abmaße gibt bei uns in Deutschland als beispielsweise bei Sephora. Und ich war so, nein, dieses kleine Tübchen hat 37 Euro gekostet oder so. Und eine nette Zuschauerin hat mich darauf hingewiesen, dass ich einen Creme-Highlighter bestellt habe. Und ich wollte keinen Creme, sondern diesen Puder-Highlighter. Und somit musste ich das Schätzchen wieder einpacken und dann einen Retourschein online bei Douglas ausgefüllt und habe ihn wieder zurückgeschickt. Und jetzt habe ich meinen
Puder-Highlighter. Da sind drin 8 Gramm und ich glaube, wie gesagt, dass er 37 Euro kostet. Es ist extrem viel. Normalerweise hätte ich auch den Creme-Highlighter genommen. Allerdings habe ich mir 2 weitere Highlighter gekauft und zwar von MAC. Und die sind von der Konsistenz her cremig und deswegen wollte ich keinen dritten Creme-Highlighter haben. Das wäre mir einfach zu viel gewesen. Ich habe in den Videos von Madame Tamtam gesehen, dass sie ultra gerne Creme-Highlighter, Creme-Rouge und Creme-Bronzer benutzt. Und ich war so angefixt, weil dieses Ergebnis einfach richtig schön natürlich und flawless war. Also bin ich in den Douglas gegangen und wollte mich so ein bisschen beraten lassen. Und der nette Mitarbeiter bei MAC meinte zu mir, für dich wäre eigentlich Shell angebracht, also quasi dieser Ton. Diesen Ton hatten sie nicht. Dann sagte ich, okay, dann würde ich gern Hush haben. Und Hush ist, glaube ich, der Ton, den Madame Tamtam, also Jasmin, immer benutzt. Und auch diesen Ton gab es nicht. Also habe ich ihn mir online einfach bestellt, die beiden Dinger, inklusive dem Wecker-Highlighter. Und ich muss sagen, ich bin so obsessed mit Creme-Produkten. Ich habe zwar keinen Creme-Bronzer oder kein Creme-Konturprodukt, aber ich habe einen Creme-Blush und einen Creme-Highlighter und ich finde dieses Ergebnis wunderschön, sehr natürlich und einfach schön. Mir gefällt das sehr gut. Dann habe ich ja gesagt, ich habe die drei Sachen, also die drei Highlighter bestellt, inklusive einer Maske und zwar einer Glamglow-Maske. Und diese Maske, ungelogen, kostet 15 Euro. Das ist eine Limited Edition und zwar die Sonic Edition. Das ist eine Peel-Off-Maske, die habe ich ja schon in Grau, also eher so in Silberfarben. Und die gibt es jetzt in Blau. Mini klein. Wie viel Gramm sind da drin? 15 Gramm. Extrem wenig und 15 Euro. Dann habe ich noch etwas im Douglas an sich gekauft. Nachdem es ja die Highlighter nicht gab, habe ich mir einen Lipgloss gekauft. Und zwar der von Dior. Und zwar der Ultra Gloss in der 553 Princess. Und eigentlich, mit mir meint es zurzeit Douglas auch nicht gut, wollte ich den Maximizer von Dior haben. Den Hattie immer benutzt. Den Hattie immer benutzt und den gab es auch nicht. Andererseits dachte ich mir, ich brauche aber keinen, der meine Lippen so ein bisschen voller wirken lässt. Brauche ich eigentlich nicht. Und dann habe ich den gesehen und jetzt habe ich es weggeschmissen. Allein das Package ist schon sehr hochwertig und auch die Verpackung an sich. Es ist halt Dior, darf man nicht vergessen. Ich weiß gar nicht, was ich für den Lipgloss bezahlt habe. Ich blende euch einfach hier immer ein. Es ist ein sehr, sehr schöner Lipgloss. Er ist nicht so pappig, obwohl ich da sagen muss, stört mich eigentlich auch gar nicht. Ich bin da nicht so anspruchsvoll. Allerdings, ja, habe ich mir jetzt mal einen Dior-Lipgloss geleistet, was die einen oder anderen sicherlich sehr übertrieben finden, aber Make-up ist halt so ein bisschen meine Leidenschaft und auch mein Hobby. Andere rauchen, ich kaufe mir Make-up. Zu guter Letzt habe ich mir bei Douglas noch den Calvin Kleindorf gekauft in der Richtung Obsessed. Das ist ein sehr frischer Duft, finde ich. Das ist auch nicht so der typische Duft, der, an den man denkt, wenn man mich sieht oder wenn man mich kennt. Ich trage gerne Düfte, aber sehr, sehr blumige und sehr, sehr süße Düfte beispielsweise. Sehr süß ist wirklich das von Viktor und Rolf, das Bonbon. Aber das liebe ich. Aber das ist nicht so für den Übergang für Herbst, Winter. Da ist das schon eher was, obwohl es nicht so schwer ist wie beispielsweise der von Boss. Dieser schwarze. Der ist schon sehr schwer, aber das ist so für mich persönlich noch ein relativ leichter Duft. Und ich habe jetzt nicht so die mega krasse Ahnung, also ich bin jetzt nicht so eine Dufttante. Ich schnupper dran, das sind meistens so kleine Proben, die bei mir mit in irgendwelchen Paketen drin sind. Und dann finde ich das so gut, dann benutze ich die Proben auf und dann will ich es haben. Und das ist ein Duft, der sonst klassisch nicht so zu mir passt, also passen vielleicht, aber den ich sonst nicht so benutze. Aber sehr schöner Duft. Und dann zeige ich euch noch meine Proben. Und zwar hatte ich einmal den Clinique Takes a Day Off Make-Up Remover drin. Da bin ich gespannt, den auszuprobieren. Das wollte ich mir eigentlich schon mal in Full Size kaufen. Deswegen probiere ich es einfach mal aus. Achtung, Kindersicherung. Eine Ewigkeit später. Okay, ist auf jeden Fall erstmal nicht parfümiert, was ich sehr gut finde. Und zu guter Letzt hatte ich noch eine Mascara von Lancôme drin. Die hat ein Gummibürstchen. Ich habe normalerweise nichts gegen Gummibürstchens. Und mich fixen, wie gesagt, diese kleinen Proben immer an. Gerade so was Düfte betrifft. Aber diese Mascara finde ich ultra schlecht. Gefällt mir persönlich gar nicht. Macht keinen schönen Augenaufschlag. Und jetzt habe ich zum Beispiel heute die Mascara von Catrice benutzt. Und die ist wirklich mein absolutes Goldstück.
So, dann würde ich sagen, machen wir weiter mit den Sachen von DM. Und da habe ich zuallererst bei einem Freund einen Duft mitgenommen von Larif. Das ist so ein bisschen ein Dupe, ein gutes Dupe von dem Hugo Boss Duft. Und das riecht wirklich sehr, sehr schön. Mein Freund liebt diesen Duft, obwohl er günstig ist. Ich glaube, er hat 5,95 Euro gekostet, aber er ist sehr, sehr schön. Wirklich. Dann habe ich was Neues bei DM entdeckt, und zwar diese Schätze. Das ist einmal ein Highlighter, einmal ein Blush, und zwar von YouStar. Kannte ich vorher gar nicht, diese Marke. Und finde ich auf jeden Fall hübsch gemacht und gefällt mir gut. Habe ich dann einmal mitgenommen. Das lag so unter der Miss Bella Palette. Dann habe ich Einwegrasierer mitgenommen in der Sommeredition. Drei Klingen. Da sind drin 8 Stück. Und ein Autodeo ohne Duftrichtung. Also ich kann euch gar nicht sagen, was für eine Duftrichtung das ist. Das steht gar nicht drauf. Ich würde sagen, es ist so Orange, Passionsfrucht. Es steht wirklich nicht drauf. Ich habe ja gerade eben das Video schon mal gedreht und habe da schon geguckt, aber ich habe nichts gefunden. Dann habe ich von Balea eine Verwöhndusche Soft Rock Sanft Exotisch mitgenommen. Die riecht gut, wirklich sehr gut. Ich habe letztens, ungelogen, eine Balea Cremedusche wegschmeißen müssen, weil sie penetrant extrem süß gerochen hat. Beim ersten Mal schnuppern, beim ersten Mal benutzen, hat es mich noch nicht gestört. Allerdings, wenn man jeden Morgen diese scheiß Dusche benutzt, es war ein so schrecklicher Duft, mir ist davon echt übel geworden. Und nein, ich bin nicht schwanger oder so, aber ich fand diesen Duft echt ultra unangenehm mit der Zeit. Ich musste diese Verpackung, ich habe vielleicht so viel aufgebraucht und ich habe versucht, sie wieder und wieder zu benutzen, in der Hoffnung, dass ich mich entweder daran gewöhne oder dass sie schnell alle geht. Aber weder das eine noch das andere ist in Kraft getreten. Von daher habe ich es dann irgendwann weggeschmissen, nachdem mich dieser Duft einfach nur noch angeekelt hat. Ich glaube, das war so ein Konfetti-Duft. Das habe ich auch in meinem letzten Haul mal gezeigt. Aber ganz schlimmes Produkt. Einfach weg in die Tonne. Von daher bin ich jetzt froh, dass der nicht ganz so süß riecht. Ich habe daran geschnuppert. Der riecht wirklich angenehm. Ich hoffe, dass ich nie wieder so Duftrichtungen hole. So extrem süße Sachen hole. Also bei manchen Sachen stört es mich, wie gesagt, gar nicht. So wie Parfüms oder so. Aber das war echt, konnte ich gar nicht ab. Gar nicht. So, dann habe ich die neue Essenstheke bei uns entdeckt. Allerdings gab es keinen neuen Concealer und kein neues Puderprodukt. Aber die anderen Sachen, die mich angesprochen haben, habe ich alle mitgenommen, denn ich wurde nicht zu einem Essensevent eingeladen. Deswegen dachte ich mir, ich kaufe mir Sachen, die mich ansprechen und probiere sie mit euch gemeinsam vor der Kamera aus. Ich habe schon viele Videos zu Essensprodukten gesehen, natürlich, aber ich möchte mir meine eigene Meinung bilden. Und wie gesagt, ich habe mir selber Sachen gekauft. Und zwar Nummer 1, den Fresh and Fit Awake Primer Healthy Glow und Poren minimierend. Das wäre der. Dann das gleiche Make-up, also das Make-up in der gleichen Reihe. Und zwar Fresh and Fit Awake Make-up Healthy Glow with Vitamin Complex und Cranberry in der 10 Fresh Ivory. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube, dieses Make-up gab es genau in 3 Nuancen, quasi in hell, Mitte und dunkel. Steinige ich mich nicht, wenn es nicht stimmt. Allerdings habe ich mir das jetzt in hell mitgenommen und in diesem schrecklichen Licht bei DM passte es ganz gut. Aber ich schau mal. Ich habe extra keinen Selbstbräuner aufgetragen, weil ich es gerne ausprobieren möchte. Und es machte für mich von der Konsistenz her einen sehr, sehr schönen Eindruck, einen leichten Eindruck und perfekt eigentlich für den Alltag. Dann habe ich mir den Prismatic Rainbow Glow Highlighter mitgenommen. Ich weiß, dass der nicht mehr so neu ist. Allerdings habe ich so viele Highlighter, wie ihr gesehen habt, auch gekauft. Und ich dachte mir, dass das mal einer ist, den ich noch nicht zu Hause habe. Deswegen probieren wir den aus. Es ist noch nicht reingeditscht, noch gar nichts, noch völlig unbenutzt. Dann habe ich mir einen Metal Chrome Blush gekauft in der Farbe 30, The Beauty and the Bronze. Ich habe den geswatcht, also nicht diesen, einen anderen, also den Tester, wie es sich gehört. Und der hatte keine gute Farbabgabe. Bin gespannt. Das war noch der dunklere, es gab noch einen helleren, aber das ist jetzt wirklich ein Blush, bin ich der Meinung. Ja, könnte man bestimmt auch gut in die Lidfalte geben. Dann ein Contouring Set, eine Contouring Palette, Get Picture Ready. Die fand ich wirklich sehr schön und sehr hübsch. Es ist ein Puder drin, ein dunklerer Ton und ein Medium Ton, also ein Medium Powder. Dann habe ich mir eine Mascara gekauft und zwar die Maximum Definition Volume Mascara. Das ist die mit einer flexiblen Bürste.
ein Gummibürstchen und wird vorne so ein bisschen spitzer, also ein bisschen zylindermäßig. Probieren wir aus. Ich bin aber der Meinung, dass es so eine ähnliche schon mal im Essenssortiment gab oder wenn nicht auch schon gibt. Ich weiß es nicht. Also so eine Grille habe ich schon mal gesehen. Dann ein Produkt, was nicht neu ist, aber ich möchte meine Augenbrauen ein bisschen heller bekommen, denn ich werde jetzt nach und nach heller werden und meine Augenbrauen sind einfach zu dunkel dann für meinen Ton. Und da habe ich mir ein transparentes Augenbrauengel mitgenommen. Kann man sowohl für die Augenbrauen als auch für die Wimpern benutzen, wenn ich das richtig sehe. Ich hatte das schon mal und ich weiß, dass diese Verpackung irgendwann richtig versifft aussehen wird. Dann ein Matt 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 Long Lasting Lip Gloss. In der Farbe It's a 10. Fand ich eigentlich ganz nett, so gerade so für den Herbst. Und dann habe ich mir noch einen Lippenstift mitgenommen in der Farbe 03. Das ist ein Sheer and Shine Lip Gloss. Das heißt, es ist eigentlich eher so ein bisschen so eine Art Balm, also eher so eine Lippenpflege, die minimal Farbe abgibt. Also sie gibt Farbe ab, aber eher, wenn man so ein paar Mal drüber geht. Und das finde ich perfekt für den Alltag. Sehr schön. Dann habe ich mir noch einen Lidschatten mitgenommen und zwar Stay in Coral Bay, die 11. Das ist so ein bisschen ein Peach-Ton oder wie gesagt ein Korallton. Den würde ich mir in die Lidfalte geben und so ein bisschen auf bewegliche Lidfalten blenden. Ich habe mir nur den einen mitgenommen, weil ich extrem viele Lidschattenpaletten habe und noch eine mehr wäre eine Katastrophe. Dann habe ich mir einen Pinsel mitgenommen und zwar den Contouring Brush, also passend zur Contouring-Palette, den fand ich eigentlich ganz nett und hübsch gemacht. Deswegen habe ich mir den mitgenommen. Ich bin gespannt, ob der funktioniert. Und eine neue Pinzette ist eingezogen, so ein bisschen in Sommeredition, weil meine alte Pinzette einfach grottenschlecht ist und die auch schon gefühlt 100 Jahre alt ist, musste mal eine neue her. Und jetzt wird es ehrlich und eklig. Und zwar habe ich mir zwei Hornhautentferner mitgenommen. Und zwar einmal eine Raspel und einmal eine Hornhautfeile. Ja, es ist eklig, aber wir haben noch Sommer und ich trage viele offene Schuhe. Und ich möchte einfach, dass meine Füße gepflegt sind und so gepflegt wie möglich sind. Und deswegen mussten neue Hornhautentferner her. Und ja, das sind die. Sorry. Zu guter Letzt möchte ich euch noch Sachen zeigen, die ich mir bei Shein wieder aussuchen dürfte. Und zwar zuallererst das wohl schönste Kleid überhaupt. Das ist dieses blau gestreifte vorne mit diesen Blüten drauf. Unten ganz, ganz niedlich abgesetzt. Ich blende euch einfach ein Bild ein. Es ist wunderschön. Ich hätte es einfach so ein bisschen eher gebraucht. Dann hätte ich es im Sommer auch noch anziehen können. Jetzt ist es schon fast zu spät, aber es ist ein wunderschönes Kleid. Und ich bestelle eigentlich immer in Größe L und ich trage im Normalfall eine 38, also so eine M38 und deswegen auch gerne eine Nummer größer. Und damit fahre ich in 90% eigentlich immer richtig, außer hier. Dieses Kleid ist hübsch, es ist so ein bisschen senfgelb, also kommt, glaube ich, grüner über die Kamera rüber, als es eigentlich ist. Aber es ist mir zu groß. Es sieht so ein bisschen jetzt aus wie ein Sack. Also es muss auf jeden Fall zur Schneiderei. Ich muss es umnähen lassen, also abstecken lassen und dann wird es quasi umgenäht, weil es einfach zu weit ist. Ich möchte es so ein bisschen figurbetonter. Das ist auch eine L, aber wie gesagt, da ist es einfach viel zu groß. Aber ich lasse es umnähen und dann ist das sehr schön und ich kann mir das richtig gut vorstellen mit einer schwarzen Strumpfhose und einem schwarzen Blazer oder so. Sehr, sehr feminin und klassisch, trotzdem schick. Natürlich jetzt nicht so eine krasse Farbe, die jedem gefällt, gerade so dieses Senfgelbe, aber ich finde sie ultra, ultra schön, wirklich. Ich glaube, ich habe jetzt genug gezeigt, genug gequatscht, nachdem ich das Video zweimal drehen musste. Ich weiß jetzt nicht, ob ich gesagt habe, dass wir gemeinsam die Essensprodukte ausprobieren. Ich glaube schon. Das werde ich auf jeden Fall demnächst auch noch abdrehen. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Hinterlasst mir gerne Kommentare, einen Daumen nach oben und abonniert auch gerne meinen Kanal. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Fühlt euch gedrückt, eure Sandra. Tschüssi!